Ja, moin. Herzlich willkommen auf der zweiten Etappe des Harzrundweges. Ja, ich muss das ein bisschen später reden, denn ich habe es nicht so schnell mitgekriegt, dass irgendwie der Mediamod jetzt spinnt. Auf einmal ist der Ton weg. Gestern anscheinend schon bei der Absage, deswegen muss ich das jetzt auch nochmal nachsprechen. Aber egal, ich bin jetzt schon ganz schön unterwegs. Ja, durch viele schöne Orte, ja, die heute durchfahren werde. Ziemlich viele kleine, eigentlich nur ein großer Ort kommt. Wippra kommt eigentlich nur, ja, was soll man sagen, es ist hier eigentlich mal eine unbekannte Gegend. Hier bin ich noch nicht so viel gewesen. Heute geht es nach Neustadt, richtig, ja, schöne Gegend wird es sein. Die Sonne ist noch nicht ganz da. Man kann die Sonne zwar schon ein bisschen erkennen, aber eine Wolkenkante ist ein bisschen weiter da. Da ist es richtig blau, aber das kommt so hoffentlich auf mich heute zu. Naja, es ist eine richtig schöne Tour. Wird es auf jeden Fall anstrengend auch wieder. Also, naja, der Ton hat halt am Anfang nicht geklappt. Naja, sollte nicht sein. Ist ärgerlich, aber muss ich jetzt mit leben. Aber es geht jetzt weiter. Und jetzt seht ihr, ja, mal irgendwas. Ich glaube, da werde ich mal nochmal was dazwischen reden, um das nochmal ein bisschen unter Ton zu bringen, was ich da so zwischendurch gesagt habe. Das ist echt ärgerlich, aber naja, man kann nichts machen. Also dann herzlich willkommen auf der zweiten Etappe. Also dann viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Hier im schönen Tal, der eine, mache ich jetzt noch mal eine Pause, bevor es jetzt gleich noch mal ein Berg hinauf geht. Oh, richtig schönes Tal, war ja jetzt wieder schöne Kilometer, wunderbar. Aber jetzt ist ein bisschen Hunger, halb elf in Deutschland. Ja, ein Hüngerchen ist da, also kleine Mahlzeit, ein Snack, bevor ich den Berg hoch muss. Also erst mal was essen und Energie tanken. Thank you.
12 Uhr und ich bin in Vibra oder Vibra. Ich glaube, eher Vibra heißt das. Oh, schönstes Wetter jetzt. Und ja, es ist Mittagszeit. Aber heute gibt es keine Currywurst. Da muss ich sagen, hat mir gestern doch lange schwer im Magen gelegen, weil man so eine Anstrengung hat. Da gibt es halt ein bisschen was Süßes, was Leichtes, schnell zu verdauen ist. Oh, das ist doch genau jetzt das Richtige. Und ja, wieder schönste Stadt eigentlich schon wieder. Sieht wieder richtig toll aus hier. Mittendrin hier am Markt bin ich hier. Das muss ich aber sagen, ist so auf die nächsten 50 Kilometer die letzte Einkaufsmöglichkeit. Deswegen habe ich hier noch ein anderes zugeschlagen und ein paar Colas und sowas. Was man so halt mal so zwischendurch trinkt und isst, das habe ich jetzt wieder mit dabei. Und jetzt werde ich das hier erstmal wieder genießen bei diesem genialen Wetter. Und ich muss sagen, gerade eben, da gab es eine große Steigung. Oh, da denkt man, warum macht man das eigentlich? Und dann kommt man wieder hier runter in dieses Tal. Das war auch wieder richtig klasse. Also, ich bin begeistert, kann ich nur sagen. Naja, erstmal Pause. Und dann geht es gleich richtig hoch, denn ich glaube, gleich kommt der höchste Punkt auf der ganzen Runde. Also, da habe ich wieder ordentlich Steigung zu bewältigen. Also, Energie tanken. Passhöhe erreicht. Ich habe ein ganz großes Stück jetzt gemacht, so 15 Kilometer vom Vibra. Ging das erstmal stark bergan. Wow, sehr lange, aber man konnte es bewältigen. Die Straße war relativ gut. Dann ging es auf so eine Hochebene und dann ging es ganz langsam erstmal runter Richtung Grillenberg. Jetzt musste ich hier wieder ordentlich hoch, aber es hat sich wieder gelohnt. Hier ist ein riesen Ausblick. Alter Schwede, richtig weit. Nicht ganz klar, leicht die sich noch, aber unglaublich. Also berghoch ist es unheimlich warm. Fährt man berg runter, da friert man meist und die Finger werden kalt da im Wald. Aber hier so in der Sonne, boah, Mann, der Wind ist auch nicht so richtig doll. Deswegen, boah, einfach nur klasse. Aber Klamottenwahl ist echt schwierig. Aber ich riskiere mal. Ja, ich habe da zwei Lagen oben, zwei Lagen an der Beine an, dass ich zumindest jetzt die Beine mal, ach, die untere Lage dann ausziehe. Mal sehen, ob es geht. Aber ist ja genial. Und man sieht auch mehrere, ja, Hügel, künstliche Hügel vom Bergbau in der Ferne. Es sieht einfach nur klasse aus.
Ich bin jetzt hier wieder ein ganzes schönes Stück gefahren und jetzt bin ich wieder hier in so einer tollen Landschaft. Wow, es ist die Karstlandschaft Questenberg. Wunderbar. Der Weg gerade eben war zwar viel an der Straße, aber da war ja gar nichts los. Die paar Autos. Und was hier auch richtig toll ist, ist der Blick zum Kurfäuser-Denkmal. Wow, ja, das macht Laune. Das Wetter ist super, aber Wind ist doch sehr kalt. Immer noch 10 Grad eigentlich, aber hier kein Wind, richtig warm. Ja, keine 30 Kilometer mehr bis Neustadt. Eigentlich schon fast wieder vorbei, aber ich habe ja noch ein Stück, also weiter geht's. Genial, oder? Wow, da darf ich längs fahren. Leute. Ich lasse mir es heute wieder gut gehen. 4:30 ist das, noch 12 Kilometer bis zur Pension, also habe ich noch Zeit. Dann mache ich jetzt Mittag mit den kurz vor Ende Burger. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Also ein Hungerchen habe ich jetzt auch und so anstrengend wird es auch nicht mehr auf dem Restende. Also es wird wohl alles gut verlaufen, jetzt noch die letzten Meter und gerade eben auch. Also wieder schöne, tolle Strecke auf ruhigen Straßen. Das letzte Ende natürlich, das war hier rein. Ein bisschen mehr Verkehr, aber das war egal. Und jetzt sitze ich hier schön am Schlossteich hier. Und kann sagen, es ist schön. Na, wo ist es nicht schön, ne? Gerade bei dem Wetter jetzt. Also dann erstmal Mahlzeit und dann geht es nochmal weiter auf die letzten Kilometer. Da ist es nun, Neustadt. Da werde ich übernachten. Ich werde jetzt erstmal da runterfahren, einchecken und dann sehe ich wegen dem Fazit. Boah, hier gibt es schöne Ecken, wo man nochmal hingehen kann nachher. Da oben gibt es sogar eine Burg, da wäre bestimmt auch eine schöne Aussicht, aber die sieht ganz schön steil aus da hoch. Ich bin schon ganz schön kaputt.
war ein langer Weg, über 105 Kilometer. Das ist was. Aber es ist einfach grandios, oder? Oh, naja, Fazit kommt später. Ich fahre jetzt mal runter. Ja, ich war so verrückt. Nach der ganzen Anstrengung vom Tag noch hier hoch zur Burgruine Hohenstein. Aber es hat sich gelohnt. Man sieht überall die Osterfeuer lodern, soweit das Auge reicht. Oh, grandios. Hinter mir, da ist der Harz. Oh, tolle Aussicht hier. Ja, schwindelfrei sollte man hier schon sein. Ist nur so ein Metallgestänge jetzt hier. Aber grandios. Ja, bester Platz natürlich für ein Fazit von heute. Was glaubt ihr wohl? Ja, hat mir sehr gut gefallen, alles super. Über 105 Kilometer, 1000 und ein paar zerquetschte Höhenmeter, das war egal. Oh. Der Highlights waren heute nicht so die Orte, weil da gab es nicht viel, aber die Landschaft. Einfach nur Hammer. Leute, das müsst ihr echt mal gesehen haben. Deutschland ist so schön. Man denkt, ja, da unten Kirchhäuser, den kann man da hinten auch sehen. Da ist vielleicht mal so ein Anlaufpunkt. Aber hier hinten durch, ein Tal weiter. Wunderbar. Ich kann nur sagen, wow. Kaputt bin ich. Morgen werde ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Oh Leute, Traum. Mann, genauso wie beim Mulde, an der Muldequelle oben, wo ich da oben drauf war auf der Burgruine. Ach, die ist fast noch toller hier, die Aussicht. Kann man echt sagen. Man kann echt heute weit gucken. Oh, aber der Tag war toll. Also schöne Bilder waren es auf jeden Fall. Ich glaube, der Ton hat dann nachher auch wieder geklappt. Ah, ja, Fehler passieren, aber sind ärgerlich. Aber ja, man kann sich's machen, man soll das Beste draus machen. Und ich habe mich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, genauso wie heute. Genau getimt, so um die 18 Uhr wollte ich hier sein. Hat genau gepasst, also mein Zeitgefühl, wo ich denn übernachten will, so, da komme ich immer hin. So 18 Uhr ist so mein Ziel immer. Das Ende zu sein. Aber morgen wird es kürzer. Da sind es nur 75 Kilometer bis Osterode. Nicht so viele Höhenmeter. Die nächsten beiden Etappen werden auch ruhiger. Ja, dann hoffe ich, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.